Wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Und warum solltest du dieses Video länger als 10 Sekunden anschauen? Ja, um dir einige Fragen zu beantworten. Das, glaube ich, ist eines der großen Themen dieses Videos. Wer ich bin? Ich bin Miss Hotely C. Oder auch Ina, für die, die schon länger dabei sind und mich abonniert haben. Ja, ich bin Let's Playerin seit gut über einem Jahr auf jeden Fall. Was habe ich jetzt mit euch vor? Also ich möchte euch jetzt eigentlich erklären, wie ich mir so vorstelle, wie eine ideale Kommunikation zwischen uns laufen könnte. Ja, und das wäre zum einen die ganze YouTube-Sache an sich, von wegen, wie ist so eine Kanalseite aufgebaut, wo finde ich bei dir bzw. bei mir diesbezüglich was hier. Das heißt, wie sind meine Playlists aufgebaut und kann ich Kommentare hinterlassen? Bla bla bla. Ja, fangen wir doch einfach mal mit Playlist, Projekte und unser super Thema Uploadplan an. Ich traue mich gar nicht richtig. Ja, Playlists, die sind bei mir eigentlich so aufgebaut, dass jedes Projekt seine eigene Playlist hat. Also jetzt, was so Rollercoaster ist, da hat jedes Add-on seine eigene Playlist. Und bei meinen Sims 3 Familien hat auch jede ihre eigene Playlist. Das unterteilt sich dann auch nochmal in Hausbauvideos und, ach, ihr wisst ja, Step by Step, was geht los da rein. Das findet ihr alles in einzelnen Playlists und dazu braucht ihr auf der Kanalseite nur auf dieses kleine Playlist-Ding klicken. Und schon sind euch da alle aufgelistet. Ich aktualisiere die auch relativ zeitnah, dass so wirklich immer alle Videos drin sind. Ja, die Projekte an sich, was habe ich für Projekte? Also es ist Rollercoaster in jeglicher Add-on-Form. Dann Sims 3 in jeglicher Add-on-Form. Wir haben noch The Last of Us, SimCity hatte ich gemacht gehabt und ja, bei The Last of Us unterteilt sich das auch nochmal in Multiplayer und in den ganzen Story-Sachen, wo wir auch schon relativ gut vorangeschritten sind. Ja, und sobald eins von diesen Sachen abgeschlossen sein sollte, wird auch wieder ein neues Projekt hinzukommen. Und ja, ich denke mal, dass als erstes The Last of Us fertig sein wird. Also mal gucken, was ihr da noch für Vorschläge habt, was wir da als nächstes so als PS3-Spiel spielen könnten. Wir können auch PS4 nehmen, ist mir völlig Wumpe. Sagt ihr einfach, was ihr sehen wollt und ich gucke, was mir davon gefällt und mir persönlich halt auch Spaß machen könnte, würde, sollte. Der Uploadplan! Mensch, ja, das Thema mit dem Uploadplan. Es gibt einen, ja, der existiert. Ich habe beim Upload immer so ein 2-Wochen-Schema. Dadurch, dass die Sims 3-Familien so viele sind, muss ich das immer im Wechsel machen, alle 2 Wochen. Und das geht auch für die Videos von The Last of Us und Rollercoaster. Die haben da so ihre festen Wochenzeiten. So bringe ich die eigentlich auch immer. Uhrzeitmäßig könnt ihr das bei mir voll vergessen. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Weil das wissen einige von euch ja nicht. Die meisten schon, aber einige nicht. Und gerade wenn du jetzt neu hier bist, dann ist das vielleicht ganz interessant zu wissen. Ich mache noch nebenbei mein Fachabitur und habe begleitend dazu ein Praktikum in einem Kindergarten und bin deswegen relativ lange und viel unterwegs. Dann habe ich noch ein Privatleben. Ja, das gibt's wirklich. Und dann schaffe ich das immer nicht. Und wenn ich noch Hausaufgaben aufhabe, dann ist sowieso die Welt zusammengebrochen. Und ja, deswegen kommt das bei mir alles sehr unregelmäßig. Und warum euch das jetzt interessieren sollte, ihr braucht nicht nachfragen. Also meistens sage ich Bescheid, wenn was nicht kommt. Manchmal schaffe ich das aber auch selber nicht, überhaupt Bescheid zu sagen. Das ist auch noch so eine Sache. Aber meistens kommt was. Oder es fällt irgendwas aus. Also ein Video kommt meistens immer. Das kann ich euch sagen. Also täglich kommt ein Video. Aber keine Ahnung von was. Ne? Ist doch schon mal ganz gut. Eigentlich. Gut. Aber wie kommentieren wir das Ganze hier, wenn euch denn ein Video gefällt oder nicht gefällt? Ja, ich möchte euch nicht vorschreiben, wie ihr zu kommentieren habt, beziehungsweise was ihr zu kommentieren habt. Ich will euch nur sagen, Respekt. Das ist eine ganz tolle Sache, die ich auf Händen trage, weil ich das ganz toll finde, Respekt vor jemandem zu haben. Ich meine, man muss nicht sagen, ich habe voll Respekt vor dir, du bist der Killer oder so. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern einfach, dass man Respekt voreinander hat, dass man eine vernünftige Umgangssprache hat und nicht immer schreibt, oh, keine Ahnung. Es gibt so die total tollen, positiven Kommentare, wo ich mir immer denke, oh, wie toll. Und dann sitze ich davor von wegen, du bist die letzte, beste Let's Playerin der Welt und ich will dich heiraten oder so. Und denke ich immer, oh, wie süß, total toll. Und dann gibt es auch noch die Gegenseite dieser super happy Kommentare, und zwar die beleidigenden und destruktiven.
völlig sinnlosen Kommentare. Es hat kein Mensch was gegen Kritik, so von wegen, hey, ich fand das jetzt nicht so toll, könnte man vielleicht beim nächsten Mal besser oder anders machen. Dagegen hat kein Mensch was, weil das hilft uns YouTubern ja eigentlich nur, wenn man eine konstruktive Kritik kriegt von wegen, hey, kannst du das und das nicht ändern, weil das gefällt mir nicht und weiß ich nicht, kommt vielleicht auch bei den anderen nicht gut an. Das ist total toll. Das macht weiter. Das ist viel zu wenig bei mir, habe ich das Gefühl. Bei mir kommt immer nur, ja, warst du toll. Und die Dislikes kommen trotzdem irgendwie. Das finde ich auch mal so schade. Es kommen irgendwie immer so Daumen nach unten. Dann denke ich mir, gut, was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Dann denke ich mir immer, hast du da jetzt was falsch gemacht oder nicht? Weil derjenige, der das macht, der schreibt nie einen Kommentar drunter. Nie. Und dann verstehe ich immer nicht, warum man das disliked, wenn man denjenigen nicht sagen kann, was einem nicht gefällt. Wie soll ihm das weiterbringen? Ja, keine Ahnung, ist mir auch egal. Nur mal so am Rande, wenn ihr das disliked, ist das völlig okay. Aber schreibt doch bitte rein, was euch nicht gefällt. Das wäre total toll. Und ja, ich fände es halt nur ganz lieb, wenn ihr darauf achten würdet, halt konstruktive Kritik zu schreiben, sei sie jetzt positiv oder negativ. Euer Kommentar einfach so zu verpassen, dass das jeder so für akzeptabel halten kann. Die Warteliste ist voll. Ich kann euch leider keine Häuser mehr bauen. Ich muss das leider immer wieder schreiben. Das steht in jeder Videobeschreibung drin von den Häusern. Die Warteliste ist pappe zu. Ich habe noch 7 Häuser auf der Liste und im Herbst kommt Sims 4. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich bin jetzt wieder bei einem Abonnentenhaus dabei. So viel kann ich sagen. Das nächste kommt. Ist auch gleich für 3 Leute. Total toll. Und ja, ich denke mal, das wird so spätestens in 2 bis 3 Wochen fertig sein. Ich hoffe es zumindest. Und ja, seht ihr, sowas habe ich dann auch immer zwischendurch, ne? Ist ja nicht so, dass ich dann einfach meine 28 Videos hier von wegen regelmäßiges Let's Play aufnehmen muss. Dann kommt auch noch sowas wie diese Abonnentenhäuser dazu oder hier irgendwelche Specials wie dieses gerade. Und dann ist die Zeit einfach weg. Futsch. Flöten. Gegangen. Weg. So ist das. Ja, gut, neue Projekte, wie gesagt, könnt ihr mir jederzeit sagen, von wegen, hey, ich hätte gern das und das oder hast du schon mal darüber nachgedacht? Finde ich auch gut. Total gut, toll. Genug über eure Kommentare gewettert und geschimpft und Nein, ich liebe eure Kommentare, könnten ruhig mehr sein, also die haben auch extrem abgenommen, seit diese Google Plus Umstellung war, also keine Ahnung, was ihr da macht. Ob euch das mittlerweile egal geworden ist mit den Kommentaren. Ich könnte es verstehen bei der ganzen Umstellungsgeschichte. Oder ob ihr einfach den Kommentarknopf nicht mehr findet. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, viele andere YouTuber und ich würden uns sehr freuen, wenn dann wieder mehr Kommentare kommen würden und mehr... Bist du da? Das wäre total toll. Eine Durchsage. Ina Dorf, bitte zum Kommentare beantworten. Ina Dorf, bitte zum Kommentare beantworten. Vielen Dank. Ja, das ist auch ab und zu so eine Geschichte. Ja, ich beantworte eure Kommentare ziemlich gerne, mache ich auch eigentlich ziemlich schnell, meistens so innerhalb von einem Tag. Es gibt aber auch mal so Zeiten, wo ich mir auch mal eine Auszeit gönne und dann erst wieder in 3 Tagen oder so antworte. Also eine Auszeit ist eher selten, die kommt vielleicht mal alle 3 Wochen vor, aber sonst antworte ich wirklich jeden Tag relativ schnell auf eure Kommentare. Und ja, wo ich nicht antworte, sind zum Beispiel so Sachen, die schon 10.000 Mal erwähnt wurden. Auf sowas antworte ich irgendwann nicht mehr. Oder wenn zum Beispiel unter einem Part steht von jedem dritten, oh, toller Part, hast du total toll gemacht und so, dann freue ich mich da riesig drüber. Das geht immer mein Herz auf, wenn ich das lese. Denke ich mir so, oh toll, du hast was gut gemacht. Ich meine, wem geht's nicht so? Und ja, danach ist irgendwie immer das Problem, ich kann nicht jedem drunter schreiben, oh, dankeschön, oh, dankeschön, oh, dankeschön. Da kommt ihr euch irgendwann auch verarscht vor, weil ich weiß nicht, wie ich das noch anders ausdrücken soll. Ich schreibe dann immer schon, ja, danke, das freut mich. Dann schreibe ich auch mal, danke, das freut mich sehr, anderer Smiley. Danke, das freut mich wirklich doll. Danke, das freut mich. Also getrennt voneinander, nicht in einem Satz. Und deswegen ist ganz häufig, dass ich bei so toll gemacht und danke Kommentare nicht einzeln antworte, sondern schreibe ich meistens so 2, 3 Tage später über das Video so ein allgemeines Kommentar, dann habe ich alle gelesen. Und dann sage ich so, danke an euch alle, das hat mich total gefreut. Also seid euch sicher, kein Kommentar bleibt ungelesen von mir. Also ich lese wirklich alle. Nur kann halt nicht auf jedes antworten. Das ist nämlich echt schwierig mit so vielen Kommentaren. Ja, eure Mails. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema. Wie könnt ihr mich kontaktieren? Also das ist möglich. Ihr geht einfach mal hier bei Über uns rein. Und da stehen alle möglichen Adressen von mir, sei es Ask.fm, E-Mail-Adresse steht da nicht, aber die steht in jeder Videobeschreibung. Da könnt ihr mich auch jederzeit anschreiben, erreichen und weiß ich nicht was. Was ich aber nicht leiden kann,
ganz schlechte Geschichte. Wenn mir irgendjemand in jedem Account dieselbe Mail reinballert oder sie auch noch auf jedes Mal verändert und ich irgendwas Neues rauslesen muss, da könnte ich ausrasten. Also wenn ihr das macht, könnt ihr euch sicher sein, dass ich das nicht beantworte. Da kriegt ihr höchstens noch eine Mail, dass ich das nicht beantworte. Aber das macht mich so wütend. Weil ich, wenn ich meine Mails beantworte, dann schaue ich in jeden verdammten Account rein und das ist eine Menge. Allein die Passwörter für die Scheiße zu behalten, ist nicht einfach. Und dann schaue ich da halt rein und dann sehe ich das ja. Und wenn ich dann in jedem Account dieselbe Pissnachricht sehe, dann könnte ich ausrasten, das gibt's nicht. Weil ich lese es doch so oder so. Und am besten sind auch die Leute, die mir dann auf irgendeinem anderen Account schreiben, dass sie mir auf einem anderen Account geantwortet haben und dass ich doch, dass er schnell wie möglich rein muss, weil sonst die Welt untergeht oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin nicht so schnell. Ich meine, ich bin schnell. Ich antworte manchmal innerhalb von 2 Minuten. Manche kennen das. Weil ich dann zufälligerweise gerade online bin. Aber das geht dann immer so ratzi-patzi von wegen, weiß nicht, in der ersten Stunde schreit derjenige, oh ja, kannst du mir hier und hier helfen? 2 Stunden später, oh, warum hast du mir noch nicht geholfen? 3 Stunden später, willst du mir nicht helfen? Und dann denke ich so, doch. Aber lass mir doch erstmal Zeit, nach Hause zu kommen. Ich kann mir so um 16 Uhr Feierabend, was soll ich machen? Ist ein bisschen schwierig. Also das meiste beantworte ich sowieso in der Woche erst ab 16 Uhr. Vorher bin ich gar nicht zu Hause. Und ja. Also nehmt es mir nicht krumm und ich habe euch alle total gern, auch wenn ihr das macht. Also auch wenn ihr schon so geschrieben habt. Ich meine, jeder Mensch kommt da irgendwie anders mit klar. Andere finden es total toll, wenn sie über eine Mail reingeballert kriegen. Ich nicht. Ich bin euch deswegen aber nicht böse oder finde euch jetzt absolut schrecklich oder so. Ich finde einfach nur die Sache an sich schrecklich. Ja, also ihr braucht jetzt nicht in eine Ecke gehen und heulen, falls ihr das vorhabt. Alles gut, gar kein Problem. Ich bin da ganz lieb, ganz nett. Und ja, was wollte ich noch erzählen? Ja, meine ganzen Kontaktsachen, genau. Lasst mich überlegen, wo war ich stehen geblieben? Mail, Kontakt. Genau, die Sims 3-Seite, das ist auch noch so ein Ding. Da könnt ihr meine ganzen Sachen downloaden, die im Let's Play sind. Die habe ich dann in meinem Studio hochgeladen. Das ist auch nochmal extra verlinkt hier. Und ja, das könnt ihr einfach downloaden, welche Sachen ihr dazu braucht. Spieletechnisch stehen immer mit bei den Sachen. Da ist schon so eine kleine Unterkategorie von wegen, ja, hier, du brauchst dieses Accessoire-Pack, auch Store-Sachen sind mit drin und so. Und ja, da könnt ihr das eigentlich ganz leicht rausfinden, wie ihr das alles so schafft und macht. Und das ist alles kostenlos. Ja, tatsächlich, das ist kostenlos. Aber den Rest, den ihr aus dem Store kauft, den müsst ihr bezahlen. Und zu der Frage, ob ich denn irgendwie Store-Content benutze oder halt auch noch Custom-Content. Also ich benutze wirklich nur Store-Sachen. Für jede Sache, die ich habe, habe ich bezahlt. Das heißt, du kannst das nicht irgendwie von, weiß ich nicht, was von der Seite runterladen, weil ich von denen einfach nichts halte. Die bringen meistens das Spiel zum Absturz und deswegen wirst du das bei mir nicht finden. Nein, alles aus dem Store. Und oh, es gibt auch so ganz tolle Leute unter euch, die mich dann fragen, oh Mensch, wo hast du denn die Frisur her? Wie heißt die denn? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mir die Sachen runterlade, dann lade ich mir die runter, weil ich die schön finde und nicht, weil ich den Namen so toll fand. Ich habe keine Ahnung, wie die Teile heißen. Ich weiß, wie die aussehen und dass die im Store waren. Und der Rest, naja, wenn es eine Frisur ist, dann würde ich mal unter Haare nachgucken. Da gibt es, glaube ich, 140 oder so. Ja, tut mir leid, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Da müsst ihr einfach mal selber suchen. Und ihr könnt euch bestimmt auch vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn mich da so 10 Leute in der Woche anschreiben und fragen, hey, wo finde ich das und das und wie viel hat es gekostet, dass ich das nicht weiß. Und es auch sehr zeitaufwendig ist, das alles dann zu beantworten und selber auch noch rauszusuchen. Deswegen sage ich euch dann immer, Mensch, Leute, sucht mal lieber selber raus. Das schafft ihr auch, ihr seid schon groß. Ihr konntet immerhin eigenständig diesen Computer bedienen. Also zumindest so, dass er Strom hat und dass ihr auf meine Seite gelandet seid. Das ging. Und ihr konntet eine E-Mail verschicken. Also denke ich, ihr kriegt den Rest auch hin. Das sind dann immer so ganz, ganz süße Mails. So von wegen, ja, du bist so toll und wir haben dich so lieb, der Schulhof und ich. Ja, das ist immer so süß, da freue ich mich immer, ein cooler Keks. Also auch mal eine Danke an euch, die ihr mir immer so ganz intensiv diese Briefe schreibt. Zum Thema Postfach, ja, wird es irgendwann geben, aber höchstens Ende des Jahres. Vorher kriege ich das sowieso nicht hin. Und ja, irgendwas war noch, was ich euch erzählen wollte. Frag mich was auf Ask.fm. Ja, das ist eigentlich eine ganz praktische Geschichte bei Ask.fm. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Dazu müsst ihr nicht mal angemeldet sein. Die könnt ihr auch anonym da lassen.
wenn mir Fragen nicht gefallen, von wegen wieder Beleidigungen, Fragen zum Privatleben oder sowas, dann lösche ich die einfach, die beantworte ich dann nicht. Dann müsst ihr euch nicht wundern, warum das nicht kommt. Wenn ich zwischendurch dann eine Frage beantwortet habe, könnt ihr euch sicher sein, und eure nicht dabei war, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die auch nicht mehr kommen wird. Die habe ich dann rausgenommen. Oder wenn eine Frage schon so häufig gestellt wurde, dann beantworte ich die auch nicht. Es sei denn, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dann beantworte ich die mal zwischendurch wieder. Aber sonst in der Regel nicht. Nein. Wenn ich irgendwie was anders gestalten kann, dann sagt es einfach. Finde ich auch mal ganz interessant, solche Kommentare zu lesen. Nicht immer, ja, du machst das ganz toll, du machst das ganz toll. Sondern einfach mal, Mensch, ich würde vielleicht gerne sehen, dass du mal einen Kopfstand machst oder so. Ich kann keinen Kopfstand, also bitte frag das nicht. Ach ja, die Geschenke aus dem Store. Ja, da wollte ich auch noch mal ganz lieb Danke sagen, weil in den Videos erwähne ich es leider nicht mehr, weil das einfach zu zeitaufwendig ist, das immer alles rauszuschreiben und noch mal extra zu danken. Jeder, der mir ein Geschenk beim Sims 3 Store giftet, dem schreibe ich mal so ganz kleinen Kommentar auf seine Seite und bedanke mich ganz lieb, weil ich finde es so toll, wenn ihr mir was Okay, jetzt schenkt. aber zum Ende dieses Videos. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Das wäre sehr wichtig für mich. Nicht, dass ihr sagt, na toll, das ist jetzt nichts, was ich noch nicht wusste oder was mich überhaupt nicht interessiert hat. Dann finde ich es schade, tut mir leid, umsonst die Zeit verschwendet. Aber vielleicht hast du mich dann einfach mal 2 Minuten so gesehen, wie ich mit meinen Haaren spiele. Das könnte ich auch 2 Minuten machen. Oder auch nicht. Okay, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und es war informativ und vielleicht das Tollste, was ihr je gesehen habt. Sollte man mal drüber nachdenken. Nee, nein. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Wegweiser hier auf eurem Weg bei YouTube an meinem Kanal vorbei. Und ja, vielleicht bleibt ihr. Ich lade euch recht herzlich dazu ein. Schaut doch einfach mal in die Playlists, ob euch dein Projekt gefällt. Auch wenn ihr es nicht von Anfang an verfolgt habt, könnt ihr ja gerne nochmal von Einfach Anfang an mal beginnen. reinstarten. Es macht auch nichts, wenn ihr einfach so zum Beispiel bei Sims einfach so reinkommt. Das kriegt man gar nicht mit. Ihr gehört sofort zur Familie. Das ist total super. Ja, ich bin da ganz locker. Ich sag euch, das guckt sich ziemlich schnell weg. Da vergisst man die Zeit. Macht's wie ich. Schnappt euch einen Kakao, setzt euch davor, trinkt und genießt. Ob jetzt den Kakao oder das Let's Play ist, scheißegal. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und ja, ich hoffe, euch dann im nächsten Video wiederzusehen. Das wird ja, denke ich mal, höchstens in Form von Kommentaren geschehen, wo ich wieder denke: Hi, du bist dabei, toll. Dankeschön. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.